Jo Leute, was geht? Hier ist Fanatrix und besser gesagt Jugga King. Ja, ich weiß leider nicht, wie ich auf den Namen gekommen bin, habe ich mal damals so gedacht. Ihr habt ja bereits ein Video von Liu Kang gesehen, ein Speedbuilding von seiner Base. Mit vier Minenwerfern finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil. Vor allem, weil das jetzt ja relativ neu ist. Und ich habe mir gedacht, ich stelle so ein bisschen meine Base vor, zeige euch kurz, wie weit ich bin. Und danach werde ich einen Looting-Angriff live machen, werde einen Looting-Angriff von mir zeigen und werde noch einen Angriff von unserem Anführer zeigen, der mir gerade in den Chat hier geschickt hat. Da habe ich ihn gefragt, ob er einen schicken könnte. Und genau, dann werde ich halt noch was dazu sagen zu den jeweiligen Angriffen. Und ich würde sagen, ich erkläre euch kurz mal, was es mit meiner Base so auf sich hat. Und zwar erstmal wieder ein bisschen rauszoomen hier. Habe Rathaus Level 8, wie ihr alle sehen könnt. Habe das allerdings erst seit 4 Tagen, beziehungsweise jetzt 5 inzwischen. Habe die neue Luftabwehr schon auf 3 gemacht. Habe den neuen Bogiturm schon auf 7 gemacht. Habe den Bohrer schon auf 2 gemacht. Mach gerade das Labor hoch. Hab den Magierturm mache ich jetzt gerade auf 3 schon, dann kam ja der neue Minenwerfer dazu, den habe ich praktisch auch ganz neu miterlebt dann. Den mache ich jetzt gerade auf Level 3, genau. Und ansonsten, ich habe alle Mauern auf 6 gehabt, irgendwie 6 oder 7 auf 7, habe das dann allerdings nicht fortgesetzt, die Mauern auf 7 zu machen. Hab mir das Geld praktisch gespart und bin dann ja relativ schnell hochgegangen. Aber ihr seht Magiertürme auf 4, Bogietürme auf 8, die anderen soweit. Kanonen alle auf 8, also Minenwerfer auf 5. Ich habe die Base praktisch gemaxt, auch Teslas. Und auch zum Beispiel jetzt hier die Bomben oder so. Tellereisen kann man ja leider nicht verbessern. Und bin dann eben auf Rathaus 8 hochgegangen. Einfach um Bohrer zu bekommen, den ich dann jetzt ja gleich auch schon auf Level 2 gemacht habe. Wurde auch schon ganz ordentlich Elixier liefert. Und genau, das ist eigentlich so, ja, meine Base. Ich werde jetzt dann jetzt halt die Mauern hier hoch machen. In einer Woche, denke ich, habe ich es ungefähr. Die Mauern oben, dann halt noch gleichzeitig Magieturm auf 4, den hier auf 5 machen. Und den Bogiturm muss ich ja nur noch einmal hoch machen auf 8. Und danach fange ich halt an, die anderen Sachen zu maxen. Und ja. Damit das Video nicht allzu lang wird, würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was ich immer so ungefähr angreife. 5 Riesen ist ein bisschen viel, weiß nicht, wieso ich jetzt 5 habe. Dann relativ viele Mauerbrecher, ein paar Magier, die Instant Damage machen können. Also es ist jetzt halt ein Loot-Angriff. Bogies, Barbaren und ein paar Kobolde, wobei ich die Kobolde noch nicht mal hochgemacht habe, weil ich das als nicht so sehr wichtig empfunden habe, weil ich die eigentlich nur relativ selten benutze, aber in letzter Zeit dann auch schon häufiger. Aber bevor ich angreife, werde ich euch einfach mal den Angriff von unserem Anführer, dem Gnorc, zeigen. Und zwar, wie der das gemacht hat. Und ihr seht schon, der hat ungefähr die ähnliche Position, hat halt schon den Baba King höher und die Boogie Queen auch und hat ein bisschen mehr Riesen genommen als ich. Man sieht hier wunderbar, er geht als erstes auf die Luftabwehr, zerstört diese, dann wird er wahrscheinlich, ich habe den Angriff nicht gesehen, die Heiler setzen. Bin ich mir sehr sicher, genau, damit die dann eben erstmal schön heilen können, weil ja hier die andere Luftabwehr steht. Und natürlich, man sieht, die Minen und Sammler sind natürlich komplett gefüllt. Das heißt, er nimmt praktisch seinen ganzen Loot aus den Minen und Sammlern mit. Glaube ich, gar nichts aus den Lagern, wenn dann nur ein bisschen. Und die Riesen kriegen kaum Damage, einfach weil sie von den Heilern, die jetzt auch schon auf 3 sind, ja, instant geheilt werden, nenne ich es jetzt mal. Und die Bogies machen halt an der Seite schön Damage. Jetzt hat sich gerade hier was geöffnet, aber ist egal. Und die Riesen kommen durch und er setzt dann halt die Bogies hier außen. Wie man. Genau. Die machen dann hier jetzt alles weg, holen sich dann noch den Sammler da oder setzt hier vielleicht auch noch Kobolde, keine Ahnung. Hat auch noch genügend Mauerbrecher. Wird die allerdings, glaube ich, nicht verwenden unbedingt. Die Helden hier an der Seite, die Queen ist schon auf 2, er hat das Rathaus jetzt gerade erst hochgemacht, ich werde euch dann auch gleich noch seine Base zeigen und ich würde sagen, wir können das Ganze ein bisschen schneller machen. Der Baba King macht hier an der Seite alles weg, die Queen geht schön nach innen rein und erledigt hier dann schon mal die Clanburg und wird
dass ich dann auch jetzt das Tesla von nehme, genau, und dann entweder, ja, okay, die Queen wird jetzt allerdings auch geheilt, kriegt nämlich gerade ziemlich Damage durch die Kanone, ist aber, ja, aber sie holt sich jetzt noch schön das Rados, genau, und ist jetzt dann ausgeschieden, aber es wird kein Problem sein, weil die ganzen, ja, und jetzt beendet er dann auch noch so den Kampf. Er hat jetzt noch den Baba King gezündet, damit es ein bisschen schneller geht. Wir sehen hier, er hat 200.000 von beiden mitgenommen, relativ guter Loot. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach Hause und gucken uns mal kurz seine Base an. Ich würde sagen, er ist der Mensch, der am meisten gemaxt hat. Denn wir sehen schon, er hat Level 9 Rathaus und man sieht halt schon genau, was er mit dem Level 8 Rathaus schon alles hatte. Und zwar die ganzen Level 8 Mauern. Er hatte wirklich jede Mauer gemaxt. Er hatte den Bohrer natürlich gemaxt. Die Tesla alle auf 6 gehabt. Und hat jetzt das auch noch nicht so lange. Hat schon die X-Bögen, die Queen auf 2. Arbeitet halt schon sehr viel mit Dunklem. Und hat alles gemaxt gehabt. Ja, er hat jetzt sogar schon die Armeelager hoch, obwohl er erst seit eineinhalb Wochen oder so Rathaus ist. Jetzt ist es höhere und macht sogar schon Tesla jetzt auf 7. Und ja, das war seine Base. Und jetzt werde ich euch dann jetzt erst nochmal einen Angriff von mir zeigen, den ich gemacht habe. Ich glaube, das war ein ganz guter. Hier Angriff-Vlog. Genau, den werde ich euch jetzt mal zeigen. Und ihr seht schon, ich habe relativ viel Loot hier mitgenommen. Also ein bisschen raus. Es ist halt ein Radius 8er, das heißt, ich kriege mehr Loot. Setz hier halt die Barbaren an die Minen und Sammler. Die Goldminen waren alle auf 11. Und die Elixiersammler auf 8. Beziehungsweise einer auf 7, glaube ich sogar noch. Dann hier halt die schön die Kobold an der Seite gesetzt. Und dann hatte ich eigentlich auch schon den größten Loot so. Ich habe hier oben den noch ein bisschen übersehen, den Minenwerfer da oben bei der Bauhütte. Aber hat eigentlich auch nichts gemacht, wirklich. Im Endeffekt habe ich alles bekommen, was ich wollte. Der Minenwerfer hier war nicht so hoch, deswegen konnte ich auch die Bogies setzen, ohne dass da viel kaputt gegangen ist, sage ich jetzt mal. War nicht ganz so klug gesetzt, aber die nehmen hier noch schön das Gold mit auch. Zum Teil. Und dann setze ich jetzt die Riesen. Die wirken jetzt dann, im Endeffekt habe ich es aber nicht so gespielt, wie ich normalerweise spiele. Und zwar setze ich normalerweise als erstes die Riesen, aber ich hätte gedacht, ich würde schwerer an den Loot kommen. Denn ich setze die Riesen normalerweise als Schutzschild, da ich noch nicht die Zeit hatte, mir Packer zu machen. Also praktisch, man schickt die Riesen vor und die bilden dann so eine Schutzwall. Und da hinten dran kann man die Magier setzen oder sonst was. Und hinten dran dann eben die Bogies. Ich mache jetzt, das ist relativ uninteressant, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich mache jetzt noch die Gold, das Goldlager weg, das Goldlager weg. Ich würde es einfach mal schnell vorspulen. Genau, da springe ich frei. Dann kommt da der King hin. Und hier dann mache ich das Goldlager weg mit immer ein paar Schüben. Und hier, genau, hier hole ich mir dann noch, weil der King nämlich dann schön zu dem Lager geht, nimmt der das noch mit fast ganz. Oder ordentlich zumindest. Und ich mache dann jetzt noch die 50% voll. Und genau. So. Das war der Angriff. Und dann würde ich sagen, greife ich jetzt einfach mal jemanden an. Mal gucken, ob wir relativ schnell jemanden finden. Wenn nicht, dann machen wir das einfach danach. Ich probiere jetzt halt ein paar Mal zu suchen, wenn ich nichts finde, dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Aber vielleicht schaffe ich das ja, jemand Gescheiten zu finden für den Angriff. Also es soll natürlich ein Loot-Angriff werden, klar. Wo ich schon so vielleicht so um die 100.000 von beiden mitnehmen kann, würde ich schon ganz gerne. Denn ich mag meine Luftabwehr schon auf 4 machen jetzt, die ich jetzt neu bekommen habe. Ja, da ist viel Gold zu holen, aber da komme ich nicht hin. Zumindest hier wird's schwer. Ne, da ist nichts. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt einfach beim nächsten Gegner. Ciao, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder beim nächsten Gegner hier. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich den hier jetzt einfach mitnehme, weil ich hier an die Lager drankommen werde, ziemlich sicher. Und hier das ganze Gold und Elixier
mit Bogies rausholen werden kann oder sonst was. Keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennen soll. Okay, es war irgendwie ein bisschen komisch, aber egal. Dann werde ich jetzt hier mal ein paar Barbaren setzen. So, ich überlege jetzt. Ja, okay. Okay, der soll, die beiden Riesen sollen jetzt erstmal einen Magierturm kaputt machen. Das müssten die normalerweise schaffen. Weil die machen ja auch ordentlich Damage eigentlich. Ja, den müssen die schaffen normalerweise. Ich lasse mir jetzt erstmal ein bisschen Zeit hier. So, dann. Ja, okay, der ist down. Gut, die sind weg. Dann heißt es, ich kann jetzt hier erstmal. So. Und hier drüben gönne ich mir auch erstmal die ganzen Sammler. Dann setze ich hier einen Barbaren hin. Und hier einen Barbaren. Und hier ein paar. Damit ich hier die Prozent noch mitnehme. Dass ich am besten. Ah, shit, ey. Ja, komm, dann setze ich jetzt einfach schon mal die hier so ein bisschen. Eins, zwei. So. Dann setze ich jetzt noch mal ein paar Barbaren, dass die ablenken sollen. Okay, nice. Die sind jetzt schon durchgekommen, wie ihr sehen könnt. Und jetzt eigentlich die Riesen dann hinten, die Magier hinten dran setzen, die jetzt gut Damage machen können, normalerweise. Klappt jetzt leider gerade nicht ganz so gut. Aber vielleicht hole ich den noch. Okay, nein, hat nicht so gut geklappt. Dann setze ich jetzt einfach Barbaren ordentlich. Und dann noch meine Clan-Truppen, die habe ich mir auch noch geholt vorher. Den King können wir auch noch setzen einfach, ganz gut. Dann gönnen wir uns hier noch. Ja, okay. Wenn wir Glück haben, dann machen wir sogar noch die... dann machen wir sogar noch die... das Rathaus weg. Ja, doch, müsste auf jeden Fall drin sein. Ah, shit, nee. Ah, so das Ganze ist eine enge Geschichte. Okay, wenn der King jetzt noch schnell aufs Rathaus geht, noch zweimal draufschlägt. Ah, das wird... Ja, es hat noch genau geklappt. Dann können wir eigentlich den Kampf auch schon beenden. Gab jetzt hier nicht wirklich mehr zu holen. War jetzt nicht der optimale Loot-Angriff, aber ich habe den jetzt dann einfach genommen. Wir haben das Ganze oder den ganzen Loot bekommen. Haben ordentlich was mitgenommen. Aus den Sammlern und aus den Lagern auch noch ein Weng. Und ja, da würde ich sagen, war es das von dem Video jetzt eigentlich auch schon. Unser Clan kann ich auch noch mal kurz zeigen. Vielleicht hat noch jemand... Ja, okay. Heldenküche. Unser Clan ist relativ stabil. Ihr seht schon, unser Bester von der Liga her ist einer der schlechtesten vom Level. Das hier ist wohl unser Bester vom Level her. King Yannick. Man muss sagen, er hat nicht die allerkrassesten Mauern. Ist 7er Mauern meiner Meinung nach reichen vollkommen aus. Und so sieht er das offenbar auch. Er wird sie dann wahrscheinlich irgendwann noch hochmachen. Aber Leute, er hat Level 8 Tesla. Er hat Level 11 Kanonen. Es ist kein Rathaus-Pusher oder so, sondern hat eigentlich einen sehr soliden Aufbau. Und er ist einfach der krasseste, was den Angriff angeht. Er hat zum einen überkrasse Truppen, wenn wir uns mal sein Spielerprofil angucken. Er hat Schweinereiter Level 5. Und der kann einfach richtig geil mit denen umgehen. Der weiß genau, wie er dann die Zauber droppen muss und hat auch schon Bogies Level 7 und so weiter. Hat die King unten und hat die Queen und den King, die King und die Queen, ne, die Queen und den King hoch, macht gerade hier Magiertürme hoch, also das ist unser Bester. Und ansonsten, ja, wir haben Leute ab Level 55, glaube ich, ungefähr, ab Level 55, genau, keine Rathaus-Pusher. Ich glaube, hier ist einer unter Level 55. Ja, ansonsten hier noch einer. Aber sonst alle mit zu lieben Aufbau und wir beiden, die Kings, sind auch hier zusammen praktisch
im Moment in einer Liga. Wir können Lukas ja nochmal gerade besuchen, den Lu King, und sehen halt, dass er das Rathaus 8 schon seit eineinhalb oder zwei Monaten schon hat ungefähr. Und hat jetzt auch schon ein bisschen was da gemaxt, sag ich mal. Und ja, das war's dann von dem Video. Dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Und ja, dann sehen wir uns eben im Klankrieg entweder wieder oder dann vielleicht mal, wenn wir einen Taktikangriff machen oder vielleicht auch wieder bei einem Looting-Angriff. Wir wissen es nicht genau. Und ja, da würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.